So, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Let's Play 7 Days to Die. Wir haben euch mal erspart, uns zu finden, ja? Eine kleine Anmerkung: Michi ist heute nicht dabei. Wir haben, wie gesagt, so ein Stammteam, das ich mir irgendwie halten will. Es wird immer schwierig sein, immer die gleichen Leute dabei zu haben. Mein Stammteam besteht jetzt momentan aus Michi, aus Servus. Bloody. Hier alias Darker Black. Und Paddy ist auch mit an Bord, der war ja letztes Mal schon dabei. So, Hey. wir sind jetzt schon ewig rumgerannt, ja. Also haben schon ewig gesucht nach einer Straße, damit wir auch mal ein paar Häuser finden. Jetzt sind wir allerdings von der Straße abgekommen, weil wir uns ja gesucht haben. Wir haben uns irgendwo hier gefunden. Und jetzt sind wir mal in der Gegend rumgelaufen, um eine andere Straße zu finden, weil hier war nur verseuchtes Gebiet. Und insofern haben wir uns jetzt gesagt, weißt du was, wir bauen einfach mal Holz ab, bauen uns ein eigenes kleines Häuschen hier am Wasser. Und von dort aus können wir dann, wie gesagt, in alle möglichen Richtungen gehen. So, Jungs, ihr seid fleißig am Arbeiten, dann helfe ich euch mal hier ein bisschen mit. Ja, du arbeitest ja nie, deswegen Ja, arbeiten wir. ich bin halt Faul. sehr. Ja, nee, ich bin oral am Arbeiten hier, ja. Wenn man das so nennen kann als Kommentator. So, also. Werkzeug haben wir gebastelt. Man kann ja alles wunderschön im Inventar finden. Oh je. Wenn man den Namen eingibt, man muss da allerdings das Englischen etwas mächtig sein. Gell, Paddy? Ja. Ja. Oder man muss jemanden bei haben, der Englisch kann. Genau. Deswegen sind wir so schön in der Gruppe. Da ergänzen wir uns gegenseitig sozusagen. So, also wie gesagt, jetzt erstmal hier angesagt ein bisschen Holz fällen, damit wir ordentlich was zusammenkriegen, damit wir ein paar Holzblöcke zerarbeiten können. Die Soundausgabe ist schon nicht schlecht. Ist die Frage, müssen wir hier auch ein Fundament bauen oder können wir einfach so loslegen? Wie ist denn das? Nee, brauchst du nicht. Was ich. Ja, diese. Brauchst dort einfach nur die Wood-Frames. Dann kannst du die bauen. Okay. Das war's. Haut er mir hier in meine Ecke. Ja. Dann soll ich dir eine Holz-Axt bauen. Nee, ich baue mir dann schon eine. Ich will jetzt erstmal gucken, wie die ganze Geschichte mit dem Hausbauen funktioniert. Da kann ich schon mal was vorab arbeiten. Und zwar Frame. Gehen wir mal Frame ein. Oh, da gibt es zu viele Frames. Wood Frame. Wood Katador Frame. Nee, Wood. Machen wir mal. Extra ist ja schon her. Wood Frame. Ja, kann ja jeder. Ach, wir brauchen ja erstmal hier Wood Planks, ne? Yep. Das heißt. Yay, Level 2. Hey, GZ! Und noch einer Level Up, oder? Oh, das war ich Level 5. Ah! Unverhofft kommt Der Chris wieder. Ja, der Chris. Das bin ich. So, da kriegt man ordentlich Planks raus. Das ist ja eine feine Sache. Jetzt ist nur die Frage: Kann man das hier irgendwie auch gut verteilen mit Shift-Click oder so? Nee, ne? Wie bei. Aber mit Rechtsklick kann man zumindest mal die Planks verteilen. Halb, halb. So, jetzt können wir hier 22 Planks bauen. Auf geht's. Als nächstes muss ich mir noch eine Axt craften. Ja, das kann man mal bauen lassen Mann, nebenbei. die Äxte gehen aber ganz schön schnell kaputt, ne? Ja, das ist ja auch nur eine ganz Ja, normale. deswegen musst du auch genug dabei haben. Ja. Musst du immer schon welche auf Vorrat. Ich brauche mal noch ein paar Stöcker. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwie die Konsole aufgerufen. Ich weiß gar nicht wie. Okay, gut. Jetzt sind wir dazu. So, erstmal ein paar Stöcker. Da können wir nämlich hier auch ein bisschen Platz machen. Denn hier kann man dann direkt unser Haus anfangen zu bauen. Wollt ihr denn das Haus, wie kann man das denn machen hier? Ja, ganz normal. Zeig euch gleich. Zeig euch gleich. Bloody zeigt uns, wo der Hase hängt.
brauch Gras, ich brauch Gras. Dann hab ich Spaß, hab ich Spaß. Weißt du, und so ein Schlägel hier ist ja, glaube ich, fast besser. Zum, zumindest für Gras und, was sind jetzt? Okay. Ja, kommt an, also. So, Bloody, wie sieht's aus? Gerade beim Herstellen. Okay, ich glaube, ich habe schon einiges. Es hat schon wieder aufgehört, keine Ahnung warum. Oh, ich habe einen Anzeigefehler. Da steht 23, aber ich habe in Wirklichkeit nur einen Frame jeweils. Okay, auch wieder so ein Early Access Problemchen. Wo sind meine Frames? Da sind sie. Nehmen wir die mal in die Hand. So, erstmal einen Grundstein bauen, oder soll ich dir die Frames geben? Willst du es machen? Ja, kannst du mir. Die kann man tauschen eigentlich hier. Ich muss es hinlegen, ne? Ja. So. Seid einfach gut dafür. Da, zack, 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 zack. Sei mal was rein. Schneller, ne? Warte mal. Die alle hast du einfach runterfallen. Ja, aber jetzt habe ich sie alle irgendwo hingeschmissen. Ja, ich hab's alles im Moment. Gut, waren circa 20. Okay. Ja, die Frage ist, muss man nicht erstmal die Fläche ebnen oder so? Nee, brauchst du nicht. Okay. War die hier mal? Ein untergegangenes Nest. Ja, mach irgendwo hier, wo Platz ist. Ich geh mal noch ein bisschen. Ich mach mir erstmal eine Axt wieder. Und dann werde ich auch noch ein bisschen Holz farmen. Nee, wie war das? So war das. Und so. Nee, oder umgekehrt. So, nee, weiß auch nicht. Wie war denn das? Ich hab schon wieder vergessen, wie so eine Axt funktioniert. Hier so. War doch richtig, wieso habe ich jetzt wieder angezeigt bekommen? Da die Dose brauche ich nicht. Kannst du aber immer noch behalten, weil du kannst Metall rausmachen. Okay, ja, wegen einer Dose. Ich brauche jetzt erstmal den Platz im Inventar. So, auf geht's. Patty nimmt sich immer die großen Bäume, die größten Bäume vor. Natürlich. Nein, der Mann will nichts kompensieren. Ich habe auch schon 19 Baumstämme, also. Oh je, da kannst du schon mal Planks draus machen im Inventar, ne? Nebenbei. Ja. Yep. Weil das dauert teilweise. Bretter meint ihr? So kannst du nebenbei, ja genau. Mache ich gleich. Ich will nur meinen Baum hier noch fertig kriegen. Ja, ich würde es wie gesagt währenddessen machen, sonst musst du ewig warten. Und ich haue. Oh, was ist denn das? Maple Seed. Was ist ein Maple? Da hakt's wieder an meinem Englisch. Hm, was schmeißt man denn hier weg? Ich habe Pine Seed und Maple Seed. Maple ist wahrscheinlich auch irgendein Baum, ne? Das sind Tokens, da ist Baumwolle, das brauchen wir alles noch. Habt ihr noch Wood Planks? Wood Planks habe ich nicht. Müsste ich jetzt machen. Moment. Ich bin am Craften. Ja, auch gerade. Also ich habe jetzt meine 19 Blöcke weg und habe jetzt knappe 300 Bretter. Die gibst du jetzt mal. Ja, kannst du ja mehrere mal geben. Ja. Bloody. Ja, Sekunde. Ich kann nichts mehr aufnehmen, weil ich voll bin. Ja, du bist immer voll, Chris. Ich bin so voll, ich kann es gar nicht in Worten ausdrücken. Ich weiß auch nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich schmeiß den Scheiß. Dein voller Zustand ist ja schon legendär. Voller als voll. Ja. Schmeiß aber deine Bretter raufziehen. So, dann machen wir noch mehr Planks für den Bloody. Soll ich dir gleich Frames draus machen? Nein, lass mal kurz. Als Bretter mit zu haben. Okay. Hier sind normal welche. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Hast du hier genommen? Ja, habe. Müssten 150 und 250 gewesen sein oder so. Muss ich schon. Ja, habe. So, hier kommen wir noch fürs Holz. Woodplank hier. Hat er, jawohl.
So, dann gehen wir noch ein bisschen weiter farmen. Hier Steine und so weiter. Das ist immer eine komische Wand, oder? So durchsichtig. Ja, das wird alles. Nee, das ist ja das Gerände. Wenn du jetzt mit diesem Soundhex da drauf umhaust. Also mit. Dann baust du Holzkisten, wie du jetzt. Du kannst sie praktisch aufwerten, diese einzelnen Blocks. Achso. So, jetzt habe ich wieder nichts mehr in der Hand. Wenn du dann die Blanks in der Hand hast, dann kannst du damit, glaube ich, die aufwerten oder so. Ne? Ja. Wir brauchen direkt mal eine Box. Es gibt doch mal ein kleines Haus. Warte, für drei Leute reißt doch erstmal nicht. Ist so klein. Chris will ja gleich hier eine Villa haben. Ja, mein Villa am Strand. So mit 3-4 Stockwerken, 50 genau. Zimmern. 20 Jungfrauen. Ja, aber hast ein Problem. Ist eben halt, wenn die Zombies kommen, kannst du deine Hütte, musst du erstmal aus Stein haben, dass du etwas länger durchhält. Hm. Wieso geht es eigentlich nicht so mit der Axt? Warum muss da jedes Mal. Ach so. Ach cool, wenn man das einmal gebaut hat. Oh oh, Zombies irgendwo. Ich höre Zombies, da oben kommt einer. Oh, Phoenix. Der fette Peter. Joined your channel. Hallo, hey. Na, Ares. Da, geht's. Ach, klar, fuck. Mein Gebieter, wir sind mitten in der Aufnahme. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an alle Mithörer, die Minecraft, das Dai spielen, meine ich. Schlachtet Zombies ab. Genau. Tut's für das Volk, für. Ihr wisst schon, was ich meine. Für die Allgemeinheit. Für die Allgemeinheit. Für das Wohlbefinden. Das Wohlbefinden. Kotzt euch nicht an. Niemals. Ich hab schon was Tolles gefunden. Baut euer Häusele auf. Wie läuft's bei dir? Für mich läuft es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt diesen Patch mal runtergeladen. Du bist sehr leise, Hase. Oh, Entschuldigung, Schnuffel. Ah, danke. Ich habe jetzt diesen Patch mal von Hotz runtergeladen und ja. Hast du schon einen Probeserver gemacht? Was? Ich habe mir das gerade runtergeladen. Achso, nee, man kann doch. Achso, ja, hast du als Probeserver runtergeladen oder nur den Vorab-Patch für den 30. Weil du kannst ja auf dem Probeserver die Map schon spielen. Achso, das habe ich euch ausprobiert. Ich habe mir gerade frisch runtergeladen. Ich weiß noch nicht, wie das hier vonstatten geht. Okay, du kannst bei der Serverauswahl Europa und so weiter, kannst du jetzt auch auswählen, dass du dir den Probeserver praktisch anwählst. Und da kannst du die neue Map ein bisschen antesten. Ach, höher. Ja. Bitte? Ach, höher. Ich will es eigentlich breiter statt höher. Aber ist okay. Na gut. Ich will nicht weiter stören, wenn ihr nur Lust habt, sagt Bescheid. Ich will eure Let's Play-Runde nicht stören, baut euren Führerschutzbunker aus. Ich möchte, dass ihr die Wolfschanze aufbaut, wenn ihr die Erinnerung habt. Definitiv. Und wir zeigen es dir dann, ja. Ja, ich möchte gerne die Wolfschanze sehen. Also auf jeden Fall. Sehr schön. Ich bin mal oben im Holzbereich. Ach, es war schön, dass du mal vorbeigeschaut hast. Natürlich. Bis später. Wir zocken mal wieder bei Gelegenheit. Ja, dann stell ich mal dorthin, wohin ich die Hexe von die Schweine baue. Lebe wohl. Ja, denkt an mich. Ja. Du musst ihn beten an den Gott des Krieges, ne? Ich denke an nichts anderes Ares, den ganzen Tag. Der arische Ares muss immer angebetet werden. Of course. Ja, das ist klar. Gut, ich mach mich erst mehr Schnuffels. Weitermachen. Alles klar, mach's gut, bis dann, Ares. Ja, bye bye. Ciao. Tschö. Das stell ich mal jetzt dahin, Buddy, wo bis wohin ich es haben möchte. Nee, mach ich. Das passt schon. Ist doch jetzt wunderbar, jetzt ist wunderbar von der Größe. Wunderherrlich. Ich würde es noch. Oder? Ja, das Dach würde ich halt oben drauf jetzt machen, ne? Also nicht die oberste Lane als Dach nehmen, sondern jetzt noch ein Dach oben drauf setzen, weil sonst wird es ein bisschen eng. Wir machen noch weiter Holz. Nicht wahr, Paddy? Ja, immer. Bist du auch noch bei uns? Ja, klar. Wunderbar. Er ist mit dabei. Da, 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 da. Immer diese gängigen Floskeln hier. Auch mehr Holz. Ja, wir sind schon dabei. Aber sowas von. Ja, aber das mit den Äxten ist echt eine Katastrophe. Da müssen wir demnächst eine Alternative finden. Eisen, wir brauchen Eisen. Ich brauche für einen dicken Baum eine Axt. Ja, kommt je nachdem an der Dicke an. Unglaublich. Der war ziemlich dick, ey. Was ist denn das?
Ach, das war, wo der Zombie abgekratzt ist, genau. Jo, ich mach dir gleich Planken raus. I wanna be loved by you. Just you. Können wir schon eine Kiste bauen oder sowas? Ja, das wäre praktisch. Dass man mal den ganzen Scheißdreck loswerden kann aus dem Inventar. Ja, aber echt mal. Ja, brauchst aber Holz dafür. Ich hab Holz. Warte, wie heißt denn Kiste hier? Box oder was? Nee, Box, ne? Wäre jetzt zu einfach gewesen. Kann mal bitte einer herkommen? Moment. Was heißt hier Box? Um was geht's, Paddy? Was für ein Problem hast du, Baby? Ah, schon gut. Kann ich's aufnehmen und der Baum liegt da noch, der Holz. Der da Holz? Der da das, der die das Holz. Ich schmeiß doch irgendwas weg. Hast du Kiste gefunden? Also Box ist es nicht. Kann eine Explosivgel bauen. Ja, ich hab's. Oh, aber Fleisch machen. Ja, sag mal, wie sie heißt. Mach ich schon. Keine Ahnung. Ich will wissen, wie sie heißt. Ich will das zeigen den Leuten. Hallo. Die heißt, geh mal unten auf den Tisch. Bei dir im Inventar. Auf den Tisch? Ein Crafting, ja. Was ist. Wo ist denn das? Ja, heißt Security Furniture Storage oder was? Chest. Secure Storage Chest. Ah ja, okay, jetzt Storage Chest. Secure Storage Chest. Jetzt haben wir's. Auf, mache ich auch mal eine. So, jetzt muss ich noch einen Platz im Inventar dafür haben. Oh, hab eine hier statt schon mal. Ich schmeiß noch kurz. Gut, ich komm gleich was reinmachen. Ja, ich auch. Scheiße, ist das schön und gut, dass man unten ist, aber wie komm ich wieder hoch? So, jetzt zeige mal. Ah ja, wunderbar, sehr schön. Da kann man mal den ganzen Schrott reinpacken, weil man jetzt momentan nicht braucht. Aber ich glaube, für Fleisch und so brauchen wir eigentlich einen Kühlschrank, ne? Nein. Da gibt's eine extra Dings. Ah, okay. Sammeln wir mal die Woodframes ein, bitte. Einsammeln? Ja, ich hab hier vorne im Haus steht eine. Außen rum steht eine. Hä? Ja, direkt vor der Nase bei dir. Da steht eine Wand. Hier. Wo ich bin hier. Dreh dich mal. Hier alle mal einsammeln, bitte. Die da? Ja. Ach, die, wo zu viel sind. Achso, okay, alles klar. Ja. Sag doch mal einen Ton. Piep. Ton. Genau. Guck mich nicht so an, hör auf. Mach ich nicht. Ich hasse es, wenn mich Männer so anschauen. Werd ich ganz nervös. So, ich tu mal alles hier rein jetzt. Zack, zack, zack. Jetzt nur mal die groben Sachen, die man so braucht. Achso, Honig ist, glaube ich, gut, auch für irgendwas. Wie war denn das? Honig ist für die Gesundheit. Ah ja. Ohne Verlust von irgendwas anderem. Die Seeds kann ich hier reinpacken. Und ich höre Zombies. Pat, alles klar bei dir, Paddy? Ja, Zombie tot. Ah, okay, alles klar. Und dann sollten wir mal anfangen mit hier, ne? Direkt mal, ach, Mensch, ich wüsste ja nicht, was ich meine. Heißt. Ah, jetzt bin ich geschieden, siehst du? Weil das Ding gebrochen war. Cool. Ja. Ein Bett, ne? Damit wir uns alle hier. Ist das hier so? Bett machen und dann. Am Bett. Ich brauche Holz. Holz. Warte, ich hab hier Planks. Ja. Ja, alle Planks. Und. Da sind die Planks und das sind die Frames von vorhin. So, dann gehe ich mal weiter noch Holz holen. Ich brauche erstmal wieder. Wo ist jetzt die Axt? Wo ist denn die Kiste? Ach, da. Also
Also das ist ganz cool gemacht, wenn man einmal was gecraftet hast, dann brauchst du nur noch einmal auf das Rezept zu klicken, dann kannst du automatisch nochmal. Ja. Ja, auch gut. Du musst nicht jedes Mal die Sachen reinlegen. Ja, Bloody, ist das hier so, wenn man ein Bett hin macht und dann irgendwie kann man sich dort, wie heißt's? Dass man dort wieder, respawnt? Genau. Ja. Ja? Ja, wenn du dort stirbst, dann respawnt. Okay, also muss man nur einmal im Bett auch geschlafen haben? Ja, du brauchst nur einen Schlafsack. Schlafsack, okay. Erstmal noch mehr Holz fürs Haus. Oje, wieder so ein dickes Ding. Aber gibt dementsprechend auch Holz, ne? Was haben eigentlich die verschiedenen Farben hinter den Items zu bedeuten? Welche? Ja, bei der Axt ist zum Beispiel rot, die Pfeile sind rot, aber Essen ist grün. Das hat was mit dem Ding zu tun. Mit dem Ding, ah ja, alles klar. Hab ja, das hat was gedacht. Mit der Stufe zu tun. Achso, okay. Links ist ja meine Kiste, ne? Ja, nee, wir machen alles in einem Ding, ey. Hier, nichts meins deins. Okay. Wenn jemand was braucht, nimm das und fertig aus. Wir machen das ja füreinander, miteinander zusammen. Weißt du, wie ich meine? Du für dich, ich für mich. Der Bemerkung komme ich jetzt nicht klar, wie miteinander, alle miteinander. Ja, hier, wenn jemand Klamotten braucht, dann nimmt er sich das, was er braucht. Wenn er sich was zu essen machen muss oder was braucht, dann macht er das. Und so weiter. Was wäre eine Stone Shovel? Stone Shovel machen? Braucht jemand Wertes? Hat jemand? Ja, ich hab gerade hergecraftet. Ah ja, cool. Ich glaube, damit kann man direkt mal Lehm farmen. Weil Lehm brauchen wir dann für die Mulden, also für diese... Ach, weißt du, wenn du wieder Wärter suchst, wo du nicht finden kannst. Dann lass es lieber. Scheiße. Damit man nachher Ziegel brennen kann, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Jetzt mach nicht so, als wüsstet ihr nicht, was ich meine. Nicht so als ob. Ihr könnt euren Frauen was vormachen. Habt ihr Baumwolle? Ja. Mal her. Komm her. Weg aus daraus die Schlafdecke denn herstellen. Ich tu's mal hier in die linke Kiste. So, die rechte ist jetzt voll. So, Baumwolle in der linken Kiste drin. Zack, bitteschön. Shovel, Stone Shovel. Die mache ich jetzt auch mal. Damit man alles mal gesehen hat hier, ne? So geht eine Steinschaufel. Sieht sehr mittelalterlich aus. Aber so ist es halt. Jetzt gucke ich mal, ob man hier Lehm kriegt von der Schaufel. Wie das hier funktioniert. Nee, das ist jetzt nur Dirt. Ist jetzt auch die Frage, was für eine Farbe dieses Lehm hat. Ich glaube, das ist bräunlich. Das ist hier alles nur normales Dirt. Ja, da komme ich so wahrscheinlich nicht weiter. Was ist denn das? Ach, da ist ein Schwein im Wasser. Komm. Wir holen uns Schweinefleisch. Du haltest es wieder in der mittleren Kiste, ja? Das geht, ne? Da muss ich raus. Das war ein netter Versuch. Na komm. Alles gibt's doch nicht. Ne, lass gut sein. Wie machen wir das mit dem Wasser? Hat da schon wer eine Möglichkeit? Oder hat jemand Wasser? Weil ich bräuchte ein bisschen was. Ich hab eine Flasche, ein Bordenwort. Ich hab nur eins.
Ja, was müssen wir eigentlich machen? Also ich habe einen Haufen Gläser. Wir brauchen erstmal so eine Kochstelle. Dann mach das mal. Ja, dafür brauchen wir Steine. Hab ich. So, jetzt hab ich hier, was hab ich denn da? Bottled murky water hab ich. Murky. Ja, kannst du nicht trinken. You feel sick to your stomach and have diarrhea. Goldenrod tea may help. Goldenrod tea. Das heißt, wir brauchen diese Pflanze, ne? Die gelbe. Das Gelbe daraus machst du einen Tee. Genau, und Tee ist, glaube ich, am besten für, weißt du, was ich meine. Ich sammle mal noch mehr von dem gelben Zeug. Dann machen wir mal eine Kochstelle. Dann machen wir uns erstmal Getränke. Was war das? Das Feuer steht. Okay, cool. Ich komme. Also. Das heißt, da muss jetzt erstmal Holz rein. Hat noch jemand was an Holz? Als Brennmaterial? Ja, habe ich. Da kommt jetzt das Wasser rein und da kommt das Golden Flower rein. Also einmal zu mir kommen, ich mach hier mal Schlafsäcke runter. Ich hab einen Schlafsack für euch. So, warte mal, das ist vielleicht ein bisschen viel. Paddy? Ja, Sekunde. Du hast jetzt einen Schlafsack bekommen von mir. Wir sind alle hart am Arbeiten. Guck mal kurz auf die Feuerstelle, passt das so? Was ich da mach? Soll ich den hinlegen? Einfach irgendwo hin, oder was? Raus. Okay, das stimmt was nicht. Geh mal kurz raus, bitte. Achso, ja. Nee, wir brauchen erstmal einen Kochtopf. Ah. Und den kriegen wir wahrscheinlich ohne Eisen nicht, lass mich raten. Gucken. Nein, den bekommt man mit Eisen. Das ist eben halt dort, wo du dann drückst. Ach, ich muss den nicht benutzen, den Schlafsack. Ich bin jetzt automatisch hier gebunden, ja? Ja. Okay, cool. Gut. Also bei mir geht's langsam auch zu Ende, gell? Also ich brauche jetzt dringend demnächst Wasser. Ja, komm her. Juhu, danke. Ich werde jetzt noch nicht sterben. Kann man den jetzt benutzen? Was, den Schlafsack? Ja. Ganz einfach, du hast, wenn du den jetzt legst auf den Boden. Das ist eben halt, wenn du stirbst, wirst du dort wiederbelebt. Ich kann nur aufnehmen und hinpacken, aber... Genau, ja, kann ich einfach nur irgendwo hinschmeißen. Den aufheben, weil bei mir ist zum Beispiel, wenn ich hier jetzt mit dem hier vor mir stehe, steht hier zum Beispiel eben halt von Crispy. Bird. Mhm. Also hier vorne ist von Crispy, hier hinten ist deiner. Das ist eben halt, wenn du stirbst, wirst du dort eben halt wiederbelebt. Also er muss dann liegen bleiben, so gesehen. Aha. Ja. Nee. Bei Big Paddy, bei Dark. Ich bräuchte mal Wasser.